Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Opitz und ich begrüße dich zu meinem PHP 5 Lehrgang für Einsteiger. In unserer 46. Lektion möchte ich dir zeigen, wie man Werte, die mit Hilfe von Post übertragen wurden, in ein Textfeld übertragen werden können. Ich habe hier wieder zwei Listings und da unten wieder ein Beispiel. Und wie man am ersten Listing Textfeld 01 sehen können, wird das Ganze dann an einen, nämlich im Kopf dieses Formulars, das Ganze hier an dieses zweite Listing übergeben, beziehungsweise an diese zweite Datei. Das ist ein ganz normaler Aufruf. Ich habe hier ein Textfeld mit keinem vorgegebenen Wert und mit OK und kann dann als etwas übergeben, also wenn ich hier etwas eingebe, wird das dann übergeben. Und wie schaut diese Übergabe dann aus? Ich habe hier wiederum ein HTML5-Grundgerüst und innerhalb von Body hier wieder ein Formular. Das reicht von hier bis hier. Dann wird hier ein Text ausgegeben, bevor ich in das Formular komme. Und da würde es dann ein drittes Listing weitergereicht werden. Was uns jetzt hier besonders interessiert ist, ich führe es einmal praktisch vor, wie lautet der Name? Markus. Klick auf OK und dann wird der Wert von Markus gleich hier eingetragen schon in das Formular. Und das geht so, indem ich hier für Value mit Hilfe von PHP, wieder mit ISET, Post und so weiter, hier einen Wert eintrage. Das heißt, alles, was ich hier zwischen Value eintrage, wird auch gleich hier ausgegeben. Das kann ich nicht ganz geschickt machen, indem ich dann die Werte, die ich vom vorhergehenden Listing bekomme, hier abfrage. Mit ISET schaue, ob überhaupt ein Wert für deinen Namen eben hinterlegt ist. Der Name wurde eben hier festgelegt und kann dann dementsprechend das auswerten. Ich gebe es in Echo aus und wird dann hier eingetragen. Ich könnte es dann wieder weiterreichen und das nächste. Und so schafft man es in sehr einfacher Art und Weise, Werte an ein anderes Formular zu übergeben und dann gleich fix und fertig in ein bestehendes Formular einzutragen. Also eine sehr spannende Möglichkeit. Probiert es wieder, diese Aufgabenstellungen zu lösen. Und ich sage danke für das Zuhören und Zuschauen. Danke.